Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf dem Kanal Linkvitals und heute soll es darum gehen, wie man mit seinem eigenen Forum im Internet Geld verdient. Dazu schauen wir uns im Folgenden einfach mal 5 effektive Wege an, wie man das am besten umsetzen kann. Wenn du also ein Forum besitzen solltest, schaue dir dieses Video unbedingt bis zum Ende an, denn ich kann dir sagen, es wird sich lohnen. Vielleicht ist da eine unbekannte Sache dabei, die du für dein Forum anwenden kannst. Von daher verschwenden wir keine Zeit, fang direkt an mit der ersten Möglichkeit, mit einem Forum im Internet Geld zu verdienen. Ja, Möglichkeit 1 ist die normale Bannerwerbung über ein Werbenetzwerk. Ja, das ist sicherlich die bekannteste Methode. Ich habe euch hier aber mal ein Werbenetzwerk verlinkt, welches noch recht unbekannt ist, aus dem amerikanischen Bereich kommt, aber sehr, sehr aufstrebend ist. Und zwar das Werbenetzwerk media.net. Ja, was kann dieses Netzwerk? Zum einen muss man sagen, dass dieses Netzwerk sehr starke Partner im Rücken hat. Es ist das Netzwerk von Yahoo und Bing, welche viele Werbepartner im amerikanischen Bereich hinter sich haben. Und es hat auch auf der Publisher-Seite sehr starke Partner. Ich nenne nun mal Forbes oder MSN. Das sind wirklich große Player, die auf media.net vertrauen. Dieses Netzwerk bietet im Kern 3 verschiedene Monetarisierungsarten an. Zum einen die Contextual Ads, den Marketplace und die Programmatic Ads. Vielleicht einmal kurz zur Erklärung, was versteht man unter Contextual Ads? Ich habe hier einfach mal ein Bild rausgesucht und das zeigt schon recht deutlich, worauf diese Ad hinauszielt. Nämlich erstellt diese Ad Textblöcke relevant zu eurem Content. In dem Fall wurde hier über German Salat geschrieben und wir sehen hier auch German Salat Ads, also das ist kontextbezogen. Im Forum hat man natürlich viele verschiedene Themen, die behandelt werden und dadurch auch Content, der entsteht. In dem Fall kann es natürlich Sinn machen, diese Blöcke zwischen den Beiträgen einzusetzen, um nochmal Klicks darauf zu bekommen. Wie man auf diesem Bild schon sieht, kann man diese Textanzeigen wirklich sehr, sehr individuell anpassen. Die Farbe, die Schriftart, die Größe. So lassen sich diese Blöcke natürlich perfekt im Content einbauen, unterhalten, solange man englische Zuschauer hat, auch eine hohe Klickrate. Ich habe dieses Netzwerk selbst einmal auf ein paar Seiten getestet und muss sagen, dass die Ergebnisse jetzt nicht ganz so überzeugend waren. Hierbei hatte ich im Schnitt so 80 bis 1,50 € pro 1000 Ansichten. Aber muss auch sagen, bei deutschen Zuschauern ist das vielleicht noch so. Das kann sich ja in Zukunft ändern, wenn sich diese Anzeigen sprachentechnisch etwas verbessern. Das zweite ist der Marketplace und dabei handelt es sich um die direkte Buchung von Werbepartnern. Das heißt quasi, man bindet einen Werbebanner beispielsweise in eurem Forum zwischen Beiträgen ein und ein direkter Werbepartner, angenommen es ist jetzt ein Forum über Dating, dann kann beispielsweise Parship dort direkt Werbung schalten als direkter Partner. Das ist quasi dieser Austausch und media.net bietet dabei den Marktplatz. Das dritte sind die Programmatic Ads, das heißt, man bietet quasi auf eure Werbeflächen, die ihr auf eurer Website bereitstellt, zum Beispiel ganz bekannt Header Bidding, das heißt, im oberen Bereich eurer Website ist eine Anzeige und also beziehungsweise ein Anzeigenplatz und nun können Werbetreibende darauf bieten und der Höchstbietende erhält diese Ausspielung auf diesem Platz. Unterm Strich kann man sagen, es ist eine gute Möglichkeit für englischsprachige Foren, die sich die Arbeit machen wollen, jeden einzelnen Banner auf ihre Webseite einzubauen und da dann über Bannerwerbung etwas zu verdienen. Als zweite Möglichkeit, wie man mit seinem eigenen Forum Geld verdienen kann, sind eigene Produkte. Was ist damit gemeint? Ich gebe euch einfach mal ein Beispiel und zwar an diesem englischen Dating-Forum. Hier sind viele Nutzer, die sich darüber austauschen, wie man zum Beispiel einen Mann oder eine Frau gut anschreibt, was vielleicht die besten Tipps beim Dating sind oder wie man zum Beispiel beim Online-Dating viele passende Partner findet. Hierbei würde mir als Produkt für dieses Forum beispielsweise einfallen, dass es ein E-Book veröffentlichen könnte mit den Top-Tipps im Online-Dating oder Offline-Dating. Dieses E-Book bewerben sie dann in ihrem eigenen Forum beispielsweise für 10 Euro. Und Nutzer erhalten dann kompakt alle Informationen in diesem Bereich und sind eigentlich sehr zufrieden. Da muss man selbst ein bisschen überlegen, wie man das mit dem eigenen Forum macht. Aber wenn du ein Forum besitzt, kannst du für dich selbst mal schauen, was sind die Top-Themen, die auf meinem Forum behandelt werden. Und wie kann man diese zum Beispiel als Informationspaket gut zusammenstellen? Da muss man, wie gesagt, selbst ein bisschen überlegen, was für sein eigenes Forum, für die eigene Community besser passt. Kommen wir zu Möglichkeit 3, wie man mit seinem Forum gutes Geld verdienen kann. Und natürlich wäre dieses Video für Forumbetreiber nicht komplett, würde die Website linkvitals.net hier nicht erwähnt werden. Daher dazu mal eine kurze Einführung, wie es sich besonders für Forumbetreiber lohnen kann. Als Forumbetreiber hat man auch teilweise Themen, die man behandelt,
wo man nicht ein Produkt zu erstellen kann oder wo sich Werbebanner nicht eignen oder nicht lohnen. Für all solche Fälle und generell eignet sich dafür Linkvertise.net sehr gut. Hierbei wird nämlich jede Art von Traffic monetarisiert. Das Prinzip ist eigentlich sehr simpel. Man hat zum Beispiel einen Download-Link, den man monetarisieren möchte. Wenn man jetzt beispielsweise im Forum etwas verlinkt oder zum Download stellt, dann erstellt man einfach einen Linkvertise-Link. Das heißt, man nimmt eine Ziel-URL von einem Download zum Beispiel und wandelt ihn mit Linkvertise um. Wenn man diese Schritte bis zur Linkerstellung durchgenommen hat und letztlich ein Nutzer auf diesen Link klickt, sieht er vorerst Werbung, bevor er zur richtigen Website weitergeleitet wird. Das kann wirklich sehr profitabel sein, wenn man Besucher aus Amerika oder Europa hat. Hierbei verdienen Leute mit Download-Links so zwischen 10 und 15 Euro pro 1000 Klicks. Was wirklich sehr viel ist, da es sich ja für jede Art von Traffic eignet. Das ist natürlich alles schön und gut, aber es kann ja sein, dass im Forum sehr, sehr viele Nutzer sind, die täglich hunderte, tausende Links irgendwo hin erstellen und als Posts irgendwo verfassen. Wie verfährt man da? Und Linkvertise hat dafür auch eine Lösung, und zwar die Full PageScript API. Das heißt, man kopiert sich diesen Tag aus seinem Account, fügt den in die Website ein und dann werden automatisch alle externen Links umgewandelt. Das heißt, wenn ein Nutzer beispielsweise auf deinem Forum einen Blogpost verpasst, indem er etwas zum Download stellt oder einen Link reinpackt, dann wird dieser mit Linkvertise automatisch monetarisiert und du verdienst jedes Mal Geld, wenn ein Nutzer auf den Link klickt. Ein wirklich sehr interessantes Modell für Forenbetreiber. Jeder, der sich dafür interessiert und das gerne mal bei seiner Website mit ausprobieren möchte, kann sich einfach unterhalb der Beschreibung mal registrieren und dann die API testweise mal auf seiner Website einbinden. Ich bin mir sicher, dass das als Zusatzverdienst sich auf jeden Fall für eure Website lohnt. Zumal man das parallel zu anderen Monetarisierungsmethoden, zu denen wir gleich kommen, einsetzen kann. Also einfach mal bei Linkvertise registrieren, es kann jeder und es dauert nicht mal eine Minute. Gut, kommen wir zur vierten Methode, wie man mit dem eigenen Forum Geld verdienen kann. Und das sind direkte Partner bei Nischenforen. Wie kann man sich das vorstellen? Im Grunde genommen kann man ein Forum zu einem sehr, sehr speziellen Thema betreiben und dort Nutzer aufbauen, die letztlich zu einer Community werden und diese dann mit direkten Partnern monetarisieren. Als Beispiel mal ein Forum über FIFA 19. Dort wird sehr, sehr viel ausgetauscht. Es ist genau diese Zielgruppe auf diesem Forum aktiv. Und das ist interessant für direkte Partner wie zum Beispiel MMOGA, also ein Online-Spieleanbieter, der Coins oder das Spiel verkauft. Wenn man solche Unternehmen einfach mal diesbezüglich kontaktiert und schreibt, hey, ich habe hier ein Forum genau passend zu eurer Zielgruppe und ich kann euch anbieten, für Betrag X wöchentlich ein Top-Posting zu erstellen, der dann zum Beispiel ganz oben auf der Website erscheint. So kann man sich durch direkte Partner auch ein Einkommen aufbauen. Der Nachteil ist hier aber leider, dass man natürlich abhängig ist von diesem Partner und natürlich aktiv Zeit investieren muss, wenn man sagt, hey, man schreibt wöchentlich einen Artikel. Das ist in dem Fall natürlich nicht so entspannt passiv. Aber definitiv eine Methode, die für Forenbetreiber interessant sein kann. Und Nummer 5, wie man mit einem Forum Geld verdienen kann, sind Affiliate-Produkte. Beziehungsweise generell das Affiliate-Marketing. Einige Forenthemen haben sehr, sehr großes Potenzial, durch Affiliate-Programme Geld zu verdienen. Hier habt ihr auch nochmal ein Beispiel, und zwar Gamble Joe. Das ist eigentlich nur ein Forum über Online-Glücksspiel. Es gibt Blogbeiträge dazu, es gibt Erfahrungsberichte, es gibt einen News-Abteil und vieles mehr. Das Interessante ist aber, dass dieses Forum wirklich viel Geld verdient durch die Vermittlung neuer Kunden an Online-Casinos. Natürlich ist dieses Thema jetzt vielleicht nicht für jeden etwas, aber es ist wirklich gut, das mal an dem festzumachen, weil wirklich in diesem Bereich Online-Glücksspiel sehr viel mit Affiliate probiert wird. Wir haben in dem Forum immer mal wieder zwischen den einzelnen Beiträgen auch Testberichte oder User-Rankings von einzelnen Online-Casinos und das ist in dem Fall die Werbung in dem Forum. Ja, das waren mal 5 Methoden, wie man mit einem eigenen Forum Geld verdienen kann. Ich glaube, wir wissen hier alle, dass es noch unzählige weitere Methoden gibt, aber das ist auf jeden Fall mal eine kleine Übersicht, ein kleiner Anfang und kann hoffentlich die Einnahmen eures Forums erhöhen. Rausgelassen habe ich jetzt so Themen wie Pop-Ups oder Layer-Werbung, weil das sind so Themen, die zum einen extrem nutzerunfreundlich sind und zum anderen in den meisten Fällen keinen hohen Verdienst generieren. Gut, aber das wäre es soweit dazu. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video etwas weiter informieren und vielleicht mal auf neue Ideen bringen. Alle Links zu den gezeigten Webseiten und so weiter befinden sich in der Videobeschreibung. Und falls ihr weitere Videos über Linkvertise sehen wollt, könnt ihr auch diesen Kanal abonnieren, denn darum geht es ja eigentlich im Großen und Ganzen. Gut, dann bis dahin, bis zum nächsten Video und ciao!